ihn auch mal auf Defensiv stellen. So. Certainly. Diese Feuerschale scheint groß genug zu sein, um ein Leuchtfeuer beherbergt zu haben. Mhm. Yes. Oh, noch ein Skelett. Noch mehr Dürgenzahnräder und gute Roben. Good thing I sold most of my jewelry. Und das ist die Glanzgesellschaft. Ja, ich sollte aber mal einen Quicksave vormachen, bevor ich mich mit denen anlege. Ja, das sind nämlich viele. Okay, Versteinerung hilft ziemlich gut. Ach, mit Säulen werfen wir. Okay, das kann ich auch. I'm here. Okay. Hier ist auf jeden Fall Ulmas Kopf und jede Menge Geld. Und ein Stufenaufstieg für Alof. Und Geld haben wir kassiert. Und der neue Pfad. Wenn ein Mitglied der gütigen Wanderer eines natürlichen Todes stirbt, dann bittet der Paladin üblicherweise darum, an einem gefährlichen und schwer zu erreichenden Ort begraben zu werden. Um ihrem gefallenen Kameraden diesen Wunsch zu erfüllen, beschreiten die übrigen gütigen Wanderer neue Wege, denen andere leichter folgen können. Als der älteste Paladin Adam Delfa starb, machten sich seine Brüder und Schwestern auf dem Weg zum Rotblumensee in einer abgeschiedenen Gegend von Eceres. Sie erreichten ihr Ziel jedoch nie. Da es in diesem Teil des östlichen Abschnitts nur noch wenige gütige Wanderer gibt, hat der Orden von außerhalb Hilfe angefordert, um seine Kameraden zu finden. Los, Idee. Und Stufenaufstieg Level 14 für Alof. Einen Punkt in Athletik mal. Chaoskugel. Effekt. Die Chaoskugel ist nach dem exzentrischen edirischen Zauber Tei benannt. Sie springt zwischen mehreren Feinden hin und her. Dabei fügt sie den Zielen Schaden zu und bewegt sie mit einer Reihe von negativen Wirkungen. Versteinert, gelebt, das klingt nicht schlecht. Todesbolzen. Dieser Zauber fügt dem Ziel eine große Menge an Direktschaden zu. Jeder Nicht-Geist, der durch den Angriff fällt, beschwört einen Geist, der unter der Kontrolle des Zaubers steht. Hm. Schutzstab. Nee. Die Chaoskugel klingt da irgendwie am besten. Gehärteter Schleier. Ja, nehmen wir das mal. Sehr gut. At once. Whew, good thing I sold most of my jewelry.
So, das heißt, wir haben noch die andere Seite auf der Brücke zu untersuchen. Noch sieht es okay aus mit den beiden, aber wer weiß für wie lange. Wassertropf glänzend und Speere aus tropft glänzende Säulen und Speere aus Eis hinunter. Dazwischen blitzen einige wenige Felsen hervor. Ich glaube, ich muss wahrscheinlich weiter oben an den Wasserfall. Wieder Eispesten. Oh, Kanna, du... Du hast gerade gut behakt. Okay, Kanna, ruf Ogre. Oh, Alof ist ein Ball. Okay. At once. I'm here. Also ja, ich glaube, bevor wir uns hier weiter umgucken, rasten wir erstmal. Die beiden kriegen lieber Schadensreduktion als Schaden gegen flankiert. So. Ah, hier geht's, glaube ich, zum Wasserfall runter. Das ist wohl auch okay. Und wir haben einen neuen Ort entdeckt. Au! Oh, ein Rastvorrat und ein Topaz. Ja, diese Truhe war abgesichert. Okay. Hallo? Hallo? Jetzt mache ich sicherheitshalber mal ein Quicksave. Okay. Oh, wir haben eine der Eisfallnissen übernommen. So, jetzt sind alle hinüber. Okay.
I'm here. Ein Schwert im Eis. Diese Tafeln sind verwittert. Auf einer kannst du gerade noch die Form eines Schwertes erkennen. Auf der anderen den stämmigen Körper eines Zwerges. Du fährst mit dem Finger die verbliebenen Umrisse und Formen in diesen Tafeln nach. Offenbar waren sie einst eine Folge von Reliefs, aber die Bilder sind verwittert. Hinter einem eisigen Vorhang aus Wasser befindet sich eine Nische, deren Wände mit Eis bedeckt sind. In der Mitte siehst du ein grob gehauenes Steinpodest, ebenfalls mit Eis vor dem Wasserfall bedeckt. Ein kreuzförmiges Heft und eine geschwungene Klinge ragen aus dem Podest heraus. Die Größe des Hefts und die mutmaßliche Länge der Klinge nach handelt es sich wohl um einen Panzerbrecher. Die Gegend untersuchen. Die Nische und das Steinpodest sind kaum mehr als zerfallene Ruinen. Es bricht Risse in den Stein und überzieht den glatten Boden. Der Panzerbrecher scheint im besseren Zustand zu sein, zumindest der kleine Teil, den du sehen kannst. Es scheint seltsam, dass jemand, der ihn hier zurücklassen würde. Als du dich näherst, hörst du jedoch Schreie und Rufe gepeinigter Seelen. Zu dem Podest gehen, um die Waffe aus dem Stein zu ziehen. Wer soll gehen? Manea, die ist die stärkste von uns, befehlen, die Waffe zu ergreifen und herauszuziehen. Saura duckt sich unter den eiskalten Wasserfall und atmet tief ein. Zitternde Atemzüge fallen in der kleinen Kammer wieder. Ich habe aber Manea angeklickt. Das herabfallende Wasser zeigt ein Muster auf die Klinge, als Saura sich hier nähert. Saura ergreift den Heft. Der Hass, die Furcht und die Gewalt von einem Dutzend wahnsinniger, vielfacher Stimmen erfüllt den Verstand von Zahua. Zahua wird von einer Welle mentaler Schmerzen übermannt und erzittert bei dem verzweifelten Versuch, die Stimmen abzuwehren. Angestrengtes Ächzen und schmerzvolle Rufe hallen durch den winzigen Raum. Loslassen. Zahua versucht, den Heft loszulassen, aber einige Sekunden lang scheinen die Finger dann festgefroren zu sein. Zahua müht sich ab und zieht und zerrt. Endlich reißt er sich los. Er fliegt nach hinten und landet im Schnee. Ja. Dieses Mal bitte. Dann machen wir es selber. Du drückst dich unter dem Wasserfall, du ergreifst das Heft. Der Hass, die Furcht und die Gewalt von einem Dutzend wahnsinniger, fieberhafter Stimme erfüllen deinen Verstand. Du wirst von einer Welle mentaler Schmerzen übermannt und erzählst bei dem verzweifelten Versuch, die Stimmen abzuwehren. Angestrengtes Ächzen und schmerzvolle Rufe hallen durch den winzigen Raum, aber du lässt den Heft nicht los und gewinnst schließlich ein gewisses Maß an Kontrolle zurück. Gerade als dein Atem sich beruhigt und die Kakophonie nachlässt, wird dein Arm jedoch nach vorne gezogen. Es fühlt sich an, als würdest du eine schwere und schmerzhafte Last tragen. Du könntest den Fasserwerker vermutlich herausziehen, aber das erfordert Vorsicht und Anstrengung. Die Klinge inspizieren. Die Klinge ist aus eben robustem Stahl. Du betrachtest sie näher und siehst einen Teil eines Gedichts als Inschrift der Klinge. Des Verräters Schicksal ist es zu schlafen und in Ruhe zu rasten, weil du doch das Wissen seiner Tat sein Herz schwer belast. Echte Reue aber löst die Fesseln, löst des Grams Seil. Gutes Handeln rette vom Schafott ihn und vom Beil. Den Panzerbrecher aus dem Stein ziehen. Du reißt den Panzerbrecher mit beeindruckender roher Gewalt aus dem Stein. Die Klinge wird durch die kraftvolle Bewegung in laute Schwingungen versetzt. Als du aber versuchst, den Panzerbrecher loszulassen, bleibt er in deiner Hand kleben. Du spürst, wie etwas in der Waffe deine Seele umklammert, sich an dich und sich an sie bindet. Als du die Klinge ansiehst, siehst du eine neue Inschrift, die dem Metall leuchtet. Okay. Der graue Schläfer, seelengebundener Panzergehörcher, gebunden an Talisa. Dieser Panzerbrecher hat eine glatte, robuste Klinge, die spitz wie eine Nadel zuläuft. Das Stehen von einem Dutzend gebeinigter Seelen hat aus dem Metall wieder die Waffe an die Hand ihres Besitzers, solange der Fluch besteht. In der Klinge sind Verse eingraviert. Ein neuer Vers erschien, als die Klinge aus dem Podest gezogen wurde. Finde das Wirbel von Kupfer, Adra, Stein. Erwecke deine Essenz, willst reumütig du sein. Ist das eine Quest? Ja, die lesen wir beim nächsten Mal, würde ich sagen. Also ich kann... Toll, ich muss jetzt mit dem kämpfen. Nee, würde ich sagen. Wir laden mal den Quick Save, den ich gemacht habe, speichern da richtig. Und dann lassen wir Kanna unseren
Gedichte Menschen diesen Dinger aus dem Stein ziehen, weil dann hat er ihn wenigstens und nicht wir. Also gerade der, der ihn auch benutzen kann. Interessantes Ding. Also gut. Spielstand speichern. Das wäre jetzt 42. 0, 42, speichern. Und dann machen wir jetzt einen Cut. Also, bis gleich.